Hallo liebe Freunde, erstmal ein schönes neues Jahr. Es ist leider schon Februar. Wir haben Corona. Norbert macht heute wieder den Kameramann. Und nun wollen wir ein ganz klein bisschen, ich sag jetzt mal wirklich ein ganz klein bisschen, in die, wie soll ich es nennen, Konstruktion einer Fläche, Leitwerke, mal ganz kurz reingucken. Wir werden nichts mit CAD-Software zeigen und so weiter. Also Äste kamen nachher an der Fräse und so weiter, ja. Aber alles andere, jeder hat ein anderes Programm. Und deswegen machen wir das meiste hier auf ein Stück Papier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so 100% bewandert. Ich habe mir das auch alles selber beigebracht. Norbert ist ja mehr der Computerexperte. Der hat das mal gelernt. Ich nicht. Ich komme auch aus einer Zeit, wo man mit Bleistift und ja, ich sag mal, Skriptol noch die Zeichnungen gemacht hat. Und so wollen wir heute auch erstmal anfangen und so ein paar Grundlagen mal erklären, wie und was man, wie man das machen könnte, sage ich mal so. Wir wollen anfangen mit einem, wir nehmen hier, haben heute hier, machen das meiste immer auf ein Stück Papier, also nicht digital und nicht auf CAD. Ja, programmmäßig muss jeder selber wissen. Es gibt natürlich jetzt viele Programme, Fusion 360. Bin ich zum Beispiel persönlich gar nicht so richtig gut mit zurechtgekommen. Mit SolidWorks ging es einigermaßen, aber das ist auch schon lange her. Was gibt es heute noch? Solid Edge soll es laut RC Network Forum kostenlos geben für Hobbyanwender. Ich lese das auch immer nur alles so mit. Was auf alle Fälle gut ist und absolut kostenlos, die Demo-Version von DraftSight. Erkläre ich auch nachher nochmal warum. Die kann man sich einfach so runterladen, weil mit der kann man zum Beispiel ganz prima Splines für ein Profil erzeugen. Relativ einfach. Da kann ich sogar, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, und der Rest, den versuchen wir auf ein Stück Papier zu erklären. Das mag manch einem Zuschauer vielleicht nicht gerecht werden. Er sagte, ja, zeig doch mal im Computer, wie das geht. Aber da hat jeder eine andere Software, jeder hat eine andere Vorgehens- oder Herangehensweise. Und vielleicht kann mir manch einer auch mal schreiben, wie es vielleicht besser geht, als wir das gemacht haben. Wir sind auch für jeden Tipp dankbar. Ja, dann lass uns mal loslegen. Nun von der Idee zu einem Flügel. Über Grundrisse kann man grundsätzlich ja geteilter Meinung sein. Manch einer sagt, ich mache einfach mehrere Trapezteile oder aneinander oder ich mache einen Rechteckflügel oder nur einen Trapezflügel. Wenn man nachher das auf einer Fräse fräsen kann, kann man auch einen schönen gerundeten Flügel machen. Die einzelnen Profillieferanten, wie zum Beispiel der Gerard Taylor, den findet man auf RC Network. Auf RC Groups, Entschuldigung, auf RC Groups. Der hat ein schönes oder zwei schöne Profile gemacht. Einmal das Zone. V2 oder das Synergy. Das Synergy ist im Moment das modernere. Da kann man sich die Flügelform, die er in etwa gerechnet hat, auch mal runterladen. So, also die erste Idee ist, ich habe irgendwo eine Mittellinie. Ich habe eine Querruderlinie und ich habe irgendwo ein Maß, was mein Flügel haben soll. Sagen wir mal für ein DLG 750, ich mache die dann auf 760. Weil man am Ende vom Tragflügel immer noch ein bisschen was abschneidet nach dem Laminieren, um dann auch wirklich die Flächen
Spannweite von 1500 mm nicht zu überschreiten. So, nun kann ich natürlich gucken, wie groß soll mein Flügel sein. Wie groß Flächeninhalt. Bei dem Flächeninhalt muss man sich bewusst sein, dass umso kleiner die Fläche wird, das Profil irgendwo immer dünner wird, weil die meisten Profile haben eine Leistung bei einer bestimmten Profildicke und die wird in Profildicke in Prozent zur Flächentiefe. Das heißt, wenn ich ein Profil habe, was sagen wir mal 6% Dicke hat und ich einen Flügel von 100 mm Tiefe habe, nur 100 mm Tiefe, hat er nur 6 mm Dicke. Das könnte ein Problem geben von der Stabilität. Servus kriege ich da auch nicht rein. Also muss man sich schon ziemlich genau überlegen, was man tut. Heute sind die viele Flügel, haben eine Flächentiefe hier, die so bei zwischen 19 und 20 Quadratdezimeter sind, liegen irgendwo zwischen 160 bis 164 mm. Es gab mal einen, den X-Lite. Ich glaube, der hatte, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie 135 mm nur. Der war aber auch extrem dünn, da passte gar nichts mehr rein. So, jetzt kann ich meine Flächengeometrie wählen. Jetzt kann ich die zeichnen, am Computer natürlich. Ich kann hier sagen, okay. Ich sage, ich habe hier vielleicht irgendeinen Punkt und den möchte ich erreichen. Und kann mir jetzt eigentlich eine Geometrie ausdenken. Sagen wir mal so. Und ich gehe jetzt hier hinten. So, wie das Ende gestaltet wird, ob das so ist, so oder gerade, hängt so ganz klein bisschen von euren Programmen ab. Es gibt Programme, die können einen Flügel berechnen auf einen Punkt. Und dann gibt es aber Programme, da muss ich am Ende noch ein gerades Profil haben. Das heißt, ich muss, das Ende wird gerade. Ich kann das hier mal eben zeigen. Also hier zum Beispiel bei diesem Flügel, seht ihr, er hat hinten noch eine gerade Kante. Ja? Weil mein Programm das mit einem Punkt nicht so gut macht, also muss ich am Ende ein Profil nochmal einsetzen, ein Endprofil. So, welche Profilierung ihr nehmt, ist eigentlich ja erstmal egal. Man kann da auch ein RG15 nehmen für einen normalen Hangflieger oder für ein schön fliegendes Modell oder sogar ein Clark Y, was nicht so viel Bauaufwand bedeutet. So. Als nächstes kann ich mir sagen, wenn dieses Profil, das so ein V2 zum Beispiel besteht, soweit ich das weiß, aus mindestens 4 Profilen. Das heißt, ich müsste mir jetzt hier 4 Ebenen nochmal reinpacken. Und das wäre die letzte hier hinten. So, das heißt, ich habe hier E1, E2, E3 und Ebene 4. Da wollen wir nachher unsere Profile ansetzen. Dann ist das von Profil, also von CAD-Profil, vom CAD-Programm relativ unterschiedlich. Also es gibt Programme, da kann ich sagen,
ich mache hier eine Ebene und packe mir dort und dort einen Referenzpunkt hin. Ich weiß, dass zum Beispiel das alte SolidWorks, also ich hatte mal eine Version 2012, das ist eine alte Version gewesen, da konnte ich zwar das hier ansetzen, aber ich habe nie hinten den Punkt getroffen. Dafür habe ich dann die Linie gemessen, um das Profil so zu skalieren, dass das genau diese Punkte hat. Jetzt kommt aber ein Problem auf euch zu. Häufig trefft ihr mit der Nasenleiste und dem Endpunkt der Endleiste nicht diese Linie. Wenn ihr die nicht trefft, wundert euch nicht, ihr bekommt keinen Flügel zusammen. Das Programm kann das nicht. Das Programm oder die meisten Programme können nur, wenn die Punkte aufeinander sitzen, auch nachher einen Flügel generieren. Ich mache hier mal eine Seitenansicht. Also ich habe hier mein Flügel und möchte jetzt hier mein Profil reinhaben. Dann muss die Nasenleiste, der Punkt, genau auf dieser Linie sitzen und auf der Endleiste oder auf dem Spline hier hinten muss auch das Profil genau sitzen. Wenn das nicht ist, bekommt ihr den Flügel nicht hin. Da gibt es meist die ersten Probleme. Es gibt jetzt irgendwelche Programme. Ich weiß, dass das, glaube ich, das neuere SolidWorks kann anheften, kann ich sagen, dass ich das da anhefte. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich den Punkt da hinten treffe. Es gibt Punkte, Profile, da kann ich hier einen Referenzpunkt setzen. Dann fasse ich mein Profil an, kann das hier auf diesen Referenzpunkt ziehen. Und sage ihm, skaliere zu diesem Referenzpunkt und dann setzt er genau mein Profil hier zwischen. Aber das kann nicht jedes Programm, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das wäre erstmal die Grundlage, um überhaupt einen Flügel auf ein Stück Papier zu bekommen. Nun haben wir aber das zweite Problem. Die meisten Profile sind DAT-Dateien, also DAT. Das heißt, dort habe ich, so ein Z ist nachher, wenn ich zwei Werte drin habe. Z wäre ja, wenn du, keine Ahnung, drei, nee, musst du ja, nee, du musst das, ja, du musst das, nee, du musst das eingeben. Wenn du das nicht machst, kann das Programm das nicht machen. Du musst ja jetzt eine Excel-Datei anlegen. Ja. Da haust du die DAT-Datei rein. Ja. Da musst du oben die Daten weglöschen. Also da steht ja oben meist immer drin, Programm so und so. Die erste Zeile, die Kennerzahl, die muss weg. Und dann haust du hinten eine Reihe, das ist dann ja X, das ist dann Z, ne? Das ist 0. Okay. Sonst kann er, weil er X, Y, Z nur einlesen kann. Ich kenne das, also ja, das kann sein, wenn du das händisch importieren musst. FreeCAD zum Beispiel hat so ein Plugin, womit man Profildateien importieren kann. Sozusagen. Ja, das kann SolidWorks auch, aber die können nur X, Y, Z einlesen. Okay. Das heißt, du brauchst diese, ja, du brauchst diese Textdatei. Ja. So, also das heißt, ich habe hier eine DAT-Datei. Ich nenne die mal DAT. Und die besteht aus verschiedenen oder aus den Daten einer XY-Achse, wo hier mein Profil quasi irgendwo regeneriert worden ist. Bei den meisten Programmen kann ich das, diese DAT-Datei, nicht in das Programm einfügen. Ich glaube, für Fusion gibt es extra so einen Umwandler. Für SolidWorks und andere Programme funktioniert das nicht. Dafür muss ich eine Excel-Datei anlegen. Also hier draus, das lese ich in Excel ein. Dann habe ich in der ersten Spalte und in der zweiten Spalte habe ich irgendwelche Zahlen. Die fangen meist lauter Zahlen stehen. Die erste Reihe hier oben, da steht dann meist zum Beispiel Zone V2. Das muss ich löschen. Dann bleibt nur noch eine, dann nur noch diese Zahlenkolonnen. Dann nehme ich
mache ich noch eine neue Spalte auf. Die brauche ich gar nicht benennen und mache dort nur Nullen rein. Dann speichern. Als TXT, also als Textdatei. Das ist wichtig. So, nun kommen wir zu einem Programm. Ich hatte vorhin den falschen Namen genannt. Das heißt DraftBoard. Und das ist die Version 4.7. Das ist eine Demo-Version. Und mit dieser kann ich oder habe ich die Möglichkeit, ein Spline zu erzeugen. So, und das zeige ich euch jetzt ganz einfach. Das ist relativ einfach. Datei, Import. Dann sage ich ihm Textdateien. Suche ich mir hier mal eine aus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Profil. Das hat 1 mm Länge. Anklicken. Öffnen. So, dann kommt dieses Feld hier. Import. Und dann sage ich ihm, ich möchte ein Spline importieren. Relativ einfach. Baut sich das auf. Und ich habe mein Spline für mein fertiges Profil. Und dieses kann ich abspeichern. Und diesen Spline, den kann ich bei SolidWorks, den kann ich auch in anderen Cut-Dateien oder Cut-Programmen relativ einfach einlesen, weil es ein fertiger Spline ist. Bei manchen Programmen ist es so, müsst ihr noch die... Das besteht ja aus einzelnen kurzen Linien, auch ein Spline besteht daraus, dass man den nochmal zusammenführt als Gesamtspline, sonst kann ich den das nachher nicht verwenden. So, das ist eigentlich schon fast alles. Ja, dann die Profile hier einsetzen. Und ich weiß nicht, jedes Programm anders, generiert daraus einen Volumenkörper. Habe ich eigentlich schon mein Flügel als STL-Datei abspeichern. Und dann kann ich ihn schon in ein CAM-Programm setzen. Ich verwende STL-CAM, allerdings nicht mehr für 3D-Modelle, weil mein Rechner einfach zu lange braucht, um so einen Flügel zu berechnen. Also der rechnet da irgendwie 5 Stunden. Das ist, dass man meinen Rechner viel zu klein führt, das ist zu langsam. Da gibt es andere Programme, glaube ich, VK oder Aspire, die das sehr schnell machen. Oder eben irgendwelche Kaufprogramme, die das dann wirklich auch können. STL-CAM, muss man dazu sagen, lässt sich ein vernünftiges 3D-Modell, das es nicht eckig wird, eigentlich nur in der 64-Bit-Version berechnen. Mit der kleineren Version geht es nicht. Der Nachteil ist davon, wenn man das alles nur auf einem Rechner macht und ich da die 64er drauf habe, kann ich zum Beispiel als Maschinensteuerung kein Joystick mehr benutzen. Das geht nur mit der kleineren Version, mit der 32-Bit. Also, Grundriss erzeugen. Einzelne Ebenen erzeugen. Meine Profile hier reinsetzen. Ich kann das jetzt nicht am Computer zeigen. Ich will das auch nicht zeigen, weil ich bin da noch schlechter als manch ein anderer. Das sind also erstmal die Grundlagen. Es geht ja hier irgendwie um Grundlagen. Nur. Das Profil als, also zum Beispiel die Excel-Datei hier, die Textdatei, können Sie zum Beispiel bei SolidWorks, könnt ihr die als XYZ-Version, kann man die einlesen, dann erscheint auch das Profil. Ihr müsst daran denken, dass die Profile immer nur auf 1 mm berechnet sind. 1 mm. Na, das ist die DAT-Datei,
Das, also die Werte sind nur auf 1 mm berechnet, nicht auf 100. Man denkt das immer, aber wenn man sich das dann mal richtig ausdruckt, dann sieht man das kaum. Muss das schon ziemlich vergrößern. Das heißt, ich muss dieses Profil immer noch passend zu meinem, zu meiner Flügeltiefe vergrößern. So, das wäre der Flügel erstmal. Jetzt kommt ein zweites Problem. Das ist, manch einem wird es schon passiert sein. Also ich habe da ziemlich lange dran geknausert. Es kann auch sein, dass es noch andere Ideen gibt. Ich hoffe, vielleicht hat jemand auch noch mal eine Idee, wie es anders geht. Die meisten oder die, unsere DLG-Profile haben eine Nulllinie. Und wenn ich das, wenn ich das hier jetzt zeichne, zeichne ich das ja auf einer Ebene. Und zwar zum Beispiel auf der XY-Ebene. Das heißt, ich mache den Grundriss und in der Z mache ich meine Profile darum. Jetzt passiert aber Folgendes. Wenn ich jetzt, ich brauche für mein, ich zeichne hier mal eben mein Profil nochmal ein. Das ist der Oberzug. Aber der Unterzug sieht in der Regel, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, so aus. Das ist jetzt übertrieben. Das heißt, ich habe hier einen Hohlraum. Wenn ich jetzt, ich brauche nachher für unsere Fräserei eine Oberschale aus Schaum. Wo ich mal her mein gefrästes Bauteil, und zwar den Oberzug, reinlege. In dieser Schale in diese Schale kommen lauter Löcher, wo ich mit auf einem Vakuumtisch diese Schale aufsaugen kann. Das zeigen wir nachher auch noch mal, das zeigen wir auch noch mal im Original. Jetzt würde diese Schale auf den Vakuumtisch gelegt, das ist jetzt im Seitenverkehr, das wäre dann unten. Ich lege meinen vorgefrästen Kern dort hinein. Und jetzt stelle ich auf einmal fest, irgendwas funktioniert hier nicht, weil ich kriege diesen hier schon nicht richtig raus, weil ich, wenn ich mein Profil hier habe, das hier oben wieder weggeht. Dann gibt es eine Lösung, das ist meine Lösung, muss ich dazu sagen. Ich baue quasi diesen Flügel. Das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt lösche ich das hier raus. Und mache hier eigentlich mein Profil, wenn ich so will, einfach ganz gerade. Jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt kann ich also diese Schale erzeugen, ohne dass dieser über diese Ebene, das ist Ebene, diese hier, XY, dass die nicht im Weg ist. Und wenn ihr das versucht, es gibt manche Programme, die werden das vermutlich anders können, aber mein Programm macht es nicht. Das heißt, ich muss das hier rauslöschen, hier einen geraden Strich reinziehen. Das heißt, ich zerstöre eigentlich mein Profil, aber am Computer ist das ja kein Problem. Und jetzt kann ich das nachher von dem Teil abziehen, damit ich quasi diese Schale bekomme. Ich weiß es nicht. Warum ist denn das ein Problem, wenn du das da drin lässt? Wenn du hier einen Block hast und du ziehst das ab, müsste er doch eigentlich... Er zieht das nicht ab, weil das über die Linie geht. Das ist das Problem, das macht er nicht. Das tut er nicht. Also das habe ich schon mehrfach versucht. Ach so, dann bleibt das hier sozusagen dann bleibt das stehen. Hier quasi stehen, hier, weil, das Luft, weil das Luft ist. Hier ist ja Luft, der Computer weiß ja gar nicht, dass er das auch mit wegnehmen soll. Also gerade machen. Und dann kann ich
das extrudieren und kann das hier nachher den Flügel davon abziehen und meine Schale bleibt am Ende über. Dann mache ich in die Schale die ganzen Löcher rein, fräse die und kann dann nachher meinen Flügel hier reinsetzen. Ebenso ist das Problem, wenn ich einen Lock eingebe. Und ich kann bei meinem Programm die Ebene nicht verschieben, habe ich genau das gleiche Programm. Die Fräse würde das so fräsen. Das ist gar kein Problem, das wäre hier alles weg. Jetzt kommt hier meine Ebene. Das fräst sie auf, das hier alles. Und dann macht dann gerade. Nicht das Profil, was ich haben möchte. Also das heißt, ich muss in meinem Programm auch die Möglichkeit haben, meine Ebene nach dahin zu verschieben, damit ich quasi den hier mitnehmen kann. Bei den meisten Profilen ist das nicht das Problem. Also so ein RG15 oder solche Profile, die sind alle unter dieser Linie, also sind hier, alles gar kein Problem. Aber die DLG-Profile wandern immer so auf. Nun gibt es natürlich verschiedene Programme und auch verschiedene Künstler. Der eine hat mir letztens gesagt, man könne das auch mit Formen, also wenn man zum Beispiel ein Programm hat, was Formen herstellen kann, damit, also Gussformen zum Beispiel oder so, dass man das darüber machen kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe hier lange dran rumgebastelt, bis ich dann, einer sagte, Mensch, dann lösch das hier. Mach dann gerade einen Strich rein, dann funktioniert das. Ja, das zum oder die Fräsprobleme, die ich hatte, das muss ich jetzt mal dazu sagen. Ebenso hatte ich ganz zu Anfang noch mit Estelkamm das Problem, dass die Profile, dass der dann nicht einen schönen sauberen Spline gefräst hat. Sondern das wurde alles irgendwie so eckig. Ich hatte meinen ersten Flügel hatte ich mit, also das heißt, es waren immer gerade Linien hier. Da war eine Möglichkeit, das hatte ich zuerst mit SolidWorks gemacht. SolidWorks hat dann quasi, man kann die Auflösung beim Abspeichern verfeinern. Und das zweite Problem war dann nachher, weg, nachdem ich die 64-Bit-Version genommen habe. Da kann ich nämlich auch bis auf eine Genauigkeit von 0,01 mm runtergehen. Das geht bei der 32-Bit nicht. Das hatte ich mal mit dem Herrn Krüger gesprochen. Die Estelkamm-Version ist aber im Kamm nicht mehr so, oder er verfolgt das nicht als die 3D-Modelle, noch mehr wie andere Programme. Also wie gesagt, der Rechenweg ist hier ziemlich lang. Es gibt Programme wie zum Beispiel VGraph, Aspire, die machen so einen Flügel in 3-4 Minuten. Estelkamm, also bei mir jedenfalls, einen ganzen Flügel 6 Stunden oder so. Und weiß ich nicht, 25.000 oder noch mehr Einzelfunktionen, also das ist der Wahnsinn. Das Programm ist super, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber dafür ist es nicht mehr so richtig geeignet. Ja, es gibt natürlich noch tolle andere Programme, Kaufprogramme, ich weiß jetzt nicht, wie bei Fusion 360, wie das Kamm dort ist, das kann ich nicht sagen. Das kann das vielleicht noch besser. Ich habe auch noch den Nachteil, dass ich nur in zwei Richtungen fräsen kann. Optimum wäre beim Fräsen eigentlich, wenn man, was meinst du mit in zwei Richtungen fräsen? Also ich kann mit meinem Programm entweder in drei Richtungen. Ich kann entweder in der Mitte anfangen und fräst er quasi so nach außen. Ja, so, immer mehr. Ja, so. Hat aber einen Nachteil, wenn ich den Flügel umdrehe, macht er das genauso. Und dann fängt er am Ende an, mir die Endleiste wegzufetzen, weil die einfach zu dünn wird, weil da kein Fleisch mehr ist. So, es gibt Programme, wo man sagen kann, du pass auf,
fräse so herum, von außen nach innen. Das wäre super. Habe ich aber nicht. Gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu. Also, und ich fräse jetzt im Grunde genommen, weil es schneller geht, immer auf der in X, in die X-Richtung. Hat den Nachteil, dass ich hier vorne meine Nasenleiste ganz klein bisschen mit der Hand nachschleifen muss. Geringfügig. Ist nicht so schlimm. Dauert, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder eine Minute, dann ist das fertig. Das nehme ich gerne in Kauf. Ja. Wie gesagt, wer ein Programm hat, was von außen nach innen fräst, wäre super. Ich weiß nicht, ob der Fusion 360 das kann. So, also wir haben hier schon mal Estricam aufgerufen. Ich habe hier auch nicht die neueste Version drauf. Aber ich denke mal, zum Vorführen reicht das. Wir öffnen hier oben. Jetzt suchen wir uns eine STL-Datei. Da, ja, stimmt. So, also wir suchen uns ein 3D-Objekt in Millimetern. Und wir sehen, es kommt nichts. Da ist es. So, jetzt haben wir hier nur den Querschnitt. Aha. So, dann haben wir hier mehrere Möglichkeiten bei Estricam. Wir haben einmal die freie Bearbeitung oder Blockbearbeitung. Blockbearbeitung bedeutet, er fräst es von oben. Da muss ich das umdrehen und fräst es auch von unten. Da ist aber das Problem. Das kann man machen. Aber ein Problem gibt es dabei. Man muss exakt den Block so wieder festspannen, wie er auf der anderen Seite ist. Ansonsten fräst da irgendwas und mein Profil ist dahin. Wir machen mal einfach nur freie Bearbeitung. Das können wir wegmachen. So, jetzt können wir hier einmal wählen Schrubben oder Schlichten. Ich habe hier drei Möglichkeiten. Entweder in X-Richtung, in Y-Richtung oder wir machen das schichtweise konturparallel bearbeiten. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe hier meinen Fräser, kann ich hier wählen. Ich kann hier die Zustellung wählen. Zustellung heißt, wie viel Prozent vom Durchmesser des Fräsers er fräsen soll. Und ich könnte hier noch ein Aufmaß geben. So, dann kann ich hier eingeben, rechteckiger Arbeitsbereich, Umrisse. Ich will jetzt zum Beispiel nur den Umriss fräsen. Ich habe hier noch einen Rand. Das ist der Rand von da bis dahin, den ich fräsen kann. Dann kann ich noch ein Tiefenlimit eingeben. Können wir alles machen. So, und dann kann ich einfach hier mal auf Programmieren drücken. Aber das wird seine Zeit dauern. So, und jetzt fängt er an zu rechnen. Ja, heute war es sau schnell. Warum war er so sau schnell? Weil hier ist jetzt eine Berechnungsposition von 0, Präzision von 0,5 mm. Das ist äußerst schlecht. Dann machen wir mal 0,01. Wenn wir es genau fräsen. Also wenn ihr quasi, umso gröber ihr das macht, umso schneller rechnet er. Aber ihr seht jetzt hier schon, was da passiert beim Höhenleitwerk. Und beim Tragflügel sind das so viele Positionen. Ja, da wirst er hat jetzt schon, er muss 65.000 Positionen durchrechnen. Für das Leitwerk bei 0,01. So, also hier sind wir erstmal in einer anderen Werkstatt. Die kennt ihr noch gar nicht so. Ja, wir sitzen hier an unserer Fräse. Das ist ein Eigenbau. Hat eine Länge, ich kann ungefähr 1,45 Meter fräsen mal 500 mm. Da kommen bestimmt irgendwelche Fragen. Also das ganze Ding ist aus Schrott gebaut. Da ist also so gut wie kein, außer natürlich die Spindeln und Motor und so weiter. Aber der Rest ist alles aus Schrott. Also hier haben wir ganz normalen
Wir haben hier Estecam. Ich habe hier mal was aufgerufen. Ich habe hier ein Leitwerk gefräst für ein F5K. Das ist jetzt die Oberseite, die habe ich hier. Ja, kann man sehen. So, nun gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Da sagt der Nächste, ja, das kannst du auch alles ausfräsen, kann man, aber da habe ich jedes Mal dann unten in unserem Vakuumtisch habe ich dann meist auch immer die Macken drin. Deswegen schneide ich das mal eben aus. Ich kann mit meinem Programm hier so eine Art Nut reinfräsen. In der kann ich das prima schneiden. Die Nut hat dann einen zweiten Vorteil. Ich kann damit auch das Bauteil prima in die Schale einlegen. So, habe ich jetzt mein Bauteil. Das ist unsere Gegenstück, wo wir gleich das Leitwerk reinlegen werden. Ja, so. Haben wir hier einen Löcherrand, wo ich gleich über einen Staubsauger, allerdings muss ich sagen, mein Staubsauger ist ein Höllengerät, ist momentan sehr laut, dass die Luft absauge. Der Vorteil ist, dass ich die Markierungen, die durch das Fräsen entstehen, die gleichen sind wie in dem Positiv, brauche ich bloß aufeinander legen und kann dann mein Stück fräsen. Hier habe ich noch meine Werte aufgeschrieben. Ich muss, wenn ich das berechne, habe ich das nicht auf 0 berechnet, sondern ich habe das immer auf diese Oberfläche berechnet. Das heißt, ich muss jetzt immer noch einen zweiten Wert eingeben, aber das machen wir gleich. Ich lege jetzt mein Teil hier oben drauf. Ich habe hier Anschläge dran. Löcher hier abdecken. Jetzt wird es gleich laut. Ich sauge jetzt hier schon mal mein Bauteil auf. Ich habe hier eine Tastplatte. Damit kann ich die Nullpunkte bestimmen. Lege ich hier auf die Ecke. So, jetzt kann ich hier an dem Programm meinen Fräser schon mal darüber fahren. So, jetzt starte ich die automatische Abtastung. Die Tastplatte sagt jetzt, wo mein Stück ist. Das heißt, ich brauche jetzt nicht irgendwelche Referenzfahrten machen oder sonst was. Meine Tastplatte wieder weg. Jetzt muss ich nur noch mal 10,6. Achso, das ist auch noch eine schöne Errungenschaft hier. Schönes Spielzeug, ganz einfache Game-Konsole. Damit kann ich zum Beispiel meine Höhe sogar in ein Zehntel Bereich verändern. 10,6. Ein Hundertstel, ne? So, das ist mein neuer Nullpunkt. Jetzt fahre ich mein Stück noch mal eben weg hier. Meine Fräse. Und wenn ihr hier jetzt mal guckt, Robert kann mal gucken, habe ich die gleiche Nut, wo ich vorher die Stück ausgeschnitten habe, das ist hier noch die Kante, kann ich jetzt einfach
1 zu 1 da drauflegen, da brauche ich keine Punkte oder irgend sowas. So, nächsten Motor an. So, durch das Fräsen in X-Achse entsteht hier so eine leichte Zackung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert von denen. Also der Marc Peters hat mal was gefräst, das ist so alles so hundertprozentig. Bei einem Abstand hier, Zeilenabstand von 0,5 mm, sehe ich immer leicht die Fräskanten. Da muss ich also wesentlich feiner fräsen. Es dauert dann auch wesentlich länger. Oder bei dieser Fräse. So, das ist das fertige Leitwerk nachher. Einmal kurz mit dem Schwamm übergeschliffen. Die Nase schon drum. Laminierfertig. So, das gleiche gilt jetzt für Flächen, für Tragflügel. Als Beispiel die Vakuum Unterlage für einen Tragflügel hier. Einmal Lochreihe rum, einmal diese Nut, die ich reingefräst oder die Software schon mal mit reinfräst. Der Vorteil ist jetzt, dass ich jetzt wirklich relativ einfach die Flügel hier einfach nur drauf packe, fräse, fertig. So ist es. Ja, das war's für heute. Da kommen bestimmt noch genügend Fragen. Auf einige können wir bestimmt antworten. Also perfekt ist nicht alles. Oder ich bin nicht perfekt. Ich kann es nur sagen, wie ich das mache. Andere können es besser. Das schneid mal lieber raus.